Was ich wirklich festgestellt habe, ich habe ja drei Menschen interviewt, die jetzt nicht aus dieser christlichen Szene kommen, die mit diesem ganzen Gott-Kontext, sage ich mal, nichts zu tun haben. Und er war einer davon. Und irgendwie merkt man, die haben wie einen, die haben wie eine andere Sensibilität auch dafür. Also die haben nicht so dieses, dieses Moralische, sage ich mal, das man in der christlichen Szene auch oft findet. Und ich habe auch festgestellt, bei den Leuten, die aus dem christlichen Kontext kamen, bei denen wurde dieses Thema dann problematisch, als sie angefangen haben, ihre Beziehung zu Gott mehr zu suchen und die zu intensivieren. Mhm. Und dann wurde das ein Thema. Einer hat es ganz schön so formuliert, er hat gemeint, naja, Christina, weißt du, immer wenn ich beten wollte und wenn ich die Augen zugemacht habe zum Beten, dann wurde da halt, Entschuldigung, gevögelt vor meinen Augen. Und das habe ich gemerkt, stört mich. Es steht wie zwischen mir und Gott. Also es macht was auch mit dieser Beziehung. Das Problem auch irgendwie. Also wenn ich ohne Gott habe ich mit Pornos kein Problem und mit Gott habe ich plötzlich ein Problem. Also ist es brüde irgendwie? So würde ich es nicht sagen. Also so andere Interviewkandidaten, die eben nicht aus diesem christlichen Kontext kamen, die haben mir schon wirklich auch viel erzählt, dass es sich sehr, sehr destruktiv auswirkt auf ihre Beziehungen auch. Okay. Also da war ganz viel Thema, sie konnten nicht ehrlich sein mit diesem Thema. Mhm. Einer hat es so geschildert, das fand ich sehr, sehr symbolisch eigentlich. Er hatte eine längere Beziehung und irgendwie wusste sie auch von diesem ganzen Thema Pornografie, aber sie haben nicht darüber reden können offen. Und das, die Szene, die er so beschrieben hat, war die, er sitzt vor seinem Computer in seinem Zimmer und zieht sich ein Porno rein und sie ist quasi daneben. Und zwischen ihnen ist so diese Mauer, die sie trennt, weil sie natürlich in einem anderen Zimmer ist, aber auch irgendwo diese Mauer, die sie trennt, weil sie ihre Sexualität nicht wirklich befriedigend mehr miteinander leben können. Und das habe ich wirklich ganz, ganz oft gehört, egal ob jetzt christlicher Kontext, nicht christlicher Kontext. Es kommt ein Stück weit Untreue rein, es kommt rein, dass man Sexualität, Intimität nicht mehr wirklich so miteinander teilen kann. Wie ist das bei Paaren? Ich meine, Paare können ja auch sagen, naja, vielleicht ist das ja auch positiv für das Sexualleben, wenn wir dann Porno angucken. Hatte ich tatsächlich auch. Ja. Also eine Frau auch aus dem christlichen Kontext kam auf mich zu und meinte, hey, sie hat so das Gefühl, sie möchte mit mir darüber reden. Und bei denen war es so, dass sie das in ihre Ehe integriert hatten. Also sie waren auch verheiratet, sie haben so aus dem wirklich christlichen Kontext gewartet mit dem Sex bis zur Ehe. Und dann innerhalb der Ehe haben sie das miteinander geteilt, so als eben, damit es nicht langweilig wird oder wie auch immer. Mhm. Und sie hat mir das aber dann so geschildert, für sie war ihr Mann nie genug. Es war immer wie so, das Ehebett war immer überfüllt, wenn sie mit ihm Sex hatte, dann kam sie bis zu einem bestimmten Punkt. Aber wenn sie wirklich zum Höhepunkt kommen wollte, dann musste sie diese Bilder aus ihren Filmen in ihrem Kopf abrufen. Und sie hat das sehr drunter gelitten, weil irgendwie einfach ihr Mann nicht alleine ausgereicht hat.